Ich bin Damon und ich spiele Defiance 2050 in der Closed Beta. So, Server Reset. Ich bin rausgeflogen. V für Fahrzeug. Ich weiß nicht, wo ich bin. V für Fahrzeug, sagt er auch. Haben Sie selber gemerkt. Crash Nummer 1 wird hier schon geschrieben. Okay, ich muss den Mist hier, glaube ich, nochmal machen. Lass uns die medizinischen Vorräte finden. Achte aber auf Mutanten auf dem Weg. Schnell und forsch. Das ist noch so ganz fiesen, ne? Wenn der so gerade auf mich zugerannt kommt, ist da eigentlich kein Problem. Dann braucht er nur relativ wenige Schüsse. Ja, hier die Rolle, ne? Die kann ich auch machen. Wo war sie? Da ist sie. Nein, 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 nein. Okay, jetzt wieder aufs Dach. Es ist effektiver als die Standardausrüstung. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade noch eine neue Waffe gekriegt. Kann ich die... Ich glaube, ich kann die nicht so spontan auswählen. Gegner in Sicht, rücke vor! Das Team der Republik Erde ist da. Wo haben Sie die Hubschrauber her? Das Moment, Team der Republik Erde. Ich glaube, das ist gar nicht das Team der Hilfe! Republik Erde, das sind Mutanten. Das stand nicht in der Broschüre! Ich suche Deckung! Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Scheiße! Wurde getroffen! Im Anmarsch.
23 Abschüsse. Ich glaube, genauso viel hatte ich eben auch, ne? Jetzt bin ich Erster damit. Das ist gut. Du bist nicht aufzuhalten. Mach die Übung. Gute Arbeit. Gebiet gesichert. So, jetzt gucke ich mir vielleicht mal mein Inventory an. Vollgas. Genau, Angriffskarabiner. Was mache ich jetzt damit? Den hätte ich gerne. Der sieht gut aus. Verbessern. Waffe verbessern. Kann ich nicht. Alles gesperrt. Ausrüsten. Genau. So, die beiden habe ich jetzt. Ich bin noch nicht überzeugt, aber ich mache erstmal weiter. Fahrzeug. Was muss ich hier denn noch tun? Wahrscheinlich was auf dem Dach dann. Kann er mich auch nicht hinweisen wollen. Schnell und forsch. Die Mission war eigentlich vorbei, aber ich kriege auch keine Folgemission angezeigt. Hier oben ist auch nichts mehr. Was sagt die große Map? Achso, ich habe hier noch Missionen. Dann scheint sie wirklich vorbei zu sein. So, wo muss ich hin? Ja. Bam, der gibt Gas. Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem anderer Archenjäger vergleichen. Hört sich gut an. Vernichten Sie alle! 3, 2, 1. Warnung! Du verlässt den Hauptstadtbereich! Oh. Oh, da habe ich mich zu weit entfernt. 3, 2, 1. Warum lädt er so lange nach mit dieser Scheißwaffe? Ich glaube, hier werde ich ein bisschen abbüßen. Direkt vor mir stehen. Du
bisschen buggy sind ja aber auch noch vom Movement her. Mit der Knarre. Ja. Es gibt keine Hoffnung. Ich brauche Hilfe! Jetzt rede ich! Es gibt keine Hoffnung! Wie keine Munition. Was ist das? Bronze-Trophäe? Okay, reicht. Achtung! Machen wir jetzt mal eine richtige Quest besser. Und zwar schnell. Ist das eine richtige Quest? Bist du eine Quest? Ich habe einen Job, der wie für dich gemacht ist. Ich würde ihn selbst machen, bin aber nicht in der Verfassung. Okay, sie hat eine Vermutung, dass ein Zusammenleben der Spezies ist in völliger Harmonie, ein ziemlicher Haufen Starko, scheint Mist zu sein, ist. Ein turmhoher Haufen. Solltest du bei der Durchsuchung der Ruinen irgendetwas über diesen Ort herausfinden, das von Interesse für mich sein könnte, ist mir deine Arbeit durchaus etwas ja-ja wert. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Aufsteigen. Nicht ohne mein Quad. Ja, so will ich das sehen. Genau, ich auch. Wir müssen einige Objekte einsammeln. Hätte ich auch mal Auto hinfahren können. Du wirst heute nicht überleben. Trifft er mich? Wie kann man denn hier treten? Nahkampf, ne? Bam, bam, bam. Muni Leech. Im Umkreis gibt es einen Archenfall. Bei diesen gefährlichen Ereignissen kannst du gut seltene Ressourcen und Unmengen Strips sammeln. Strips. So, so. Schnell und forsch. Soldaten im Anmarsch.
Ne, Time Trial, ja komm. Oh oh, Fahrzeugbeschleunigung testen. 3, 2, 1. Na komm, dann. Fehlgeschlagen. Ach, ich war noch gar nicht fertig. Komm, mach ich nochmal. 2, 1. Da war ich aber gerade besser. Lass ich sie einfach links liegen. Bis wohin muss ich denn eigentlich fahren? Wow. Ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ja. Da bin ich auf jeden Fall ganz woanders. Aber machen wir mal aufgeben. So, habe ich mal versucht und war nichts. Ich habe immer noch da, dummerweise. Und muss jetzt mal gucken, dass ich den Weg zurückfinde. Da käme ich gegebenenfalls zur Hauptstraße zurück. Da ist Wasser. Der hat sich auch verfahren. Und der wird beschossen. Ja, das ist perfekt eigentlich. Da sehe ich auch schon die Straße wieder. Ja, ist auch fast nach Plan verlaufen. Mal gucken. Ja, sicher. Steig mal besser ab. Ja, das telfe ich mal eben so hin.
Ahnung, wer das ist, aber der stand da blöd. Ah, da ist wieder der Tunnel. Platz da. Time Trial mache ich nicht mehr. Ich hätte da einen Job, also warum hilfst du einem Heigi nicht aus? Okay, lese ich jetzt nicht alles, akzeptiere ich so. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Ah ja, und das Ziel ist in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Vielleicht mache ich ja doch nochmal die Time Trial mit und biege dann rechtzeitig ab. Aufsteigen. Fuchst mich ja schon so ein bisschen. 3, 2, 1. Unterstützung! Befreie mich, ich kann kämpfen! Aha, ich muss alle Ringe einsammeln, damit die hier weiterkommen. Das ist der Trick. Und dann läuft es auch mit der Time Trial. Ich habe gedacht, man muss einfach nur möglichst schnell sein. Fertig. Was bin ich? Bronze-Trophäe. Da bin ich nicht in der Rangliste. Das ist natürlich scheiße. Aber okay. Jetzt bin ich noch ein bisschen zu weit. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert und drücke F für Fahrzeug. Zurück zur Quest. Oh nö. Ich möchte spielen. Ja, geht doch. Die Mission geht los. Machen wir etwas Kohle. Okay, der scheint alles genommen zu haben. Von dem, was ich getan habe. Richtige Waffe nehmen. Wo ist die Quest? Ja. Da war ich gerade unterwegs hin. Gas geben. Hier ist die Quest schon, ne? Ist hier eine Quest? Ist das eine Quest? Ist keine Quest, ist falsch. Völlig falsch. Da hinten wird die Quest auch angezeigt. So ein Quad ist ja querfeldeinfähig. Quad ist sehr schön gemacht. So, runter hier. War zu erwarten. Ich weiß, wohin wir müssen. Los!
Bezahlung würde ich den Job auch selbst machen. So, Ego-Update verfügbar, sagt er. Ich glaube, K war Ego, naja. Okay, was ist das hier? Schnellladen. Bei aktivierter Sprintfähigkeit. Schnellere Aufladung ist, glaube ich, ganz geil. Schnellere Aufladung will ich haben. So, und ich habe noch einen verfügbar. Kann dann nämlich hier auch schnelleres nachladen. Verfügbar 0. Habe ich alles gesteigert. Abmarsch! So, ich könnte jetzt erstmal noch kurz im Norden ganz zurück. Da scheint noch einiges offen zu sein. Bevor ich diesem Gebiet entwachse. Müsste hier richtig sein. Ich guck mal. Ja. Bäh. Jetzt bin ich nämlich auch mal so einer, der mit seinem coolen Quad ins Low-Level zurückgefahren kommt. Bäh. Scheiß Auto. Quest. Und da oben ist noch was. Geht aber noch weiter nördlich, ne? Ja, ein bisschen. Na. Die wissen schon, was gut ist. Und düs ins Lager rein. Yeah. Stylisch abgestiegen. Und das hier scheint die Hauptmission zu sein. Ausrufezeichen ist zumindest sehr groß. Klasse, du hast es geschafft. Sei jetzt nicht sauer, aber ich habe Grant gesagt, dass gut. Du bist hier. Cass sagt, dass du ihr helfen wirst, die Funkverbindung wieder aufzubauen. Wenn du das schaffst, können wir die Rettungssignale der vermissten Passagiere verfolgen. Dein Chef von Bach gehört auch dazu. Es gibt einen zerstörten Radiosender nicht weit von hier. KTM 94FM hat vielen coolen Wotan Hardrock gespielt. Nicht dein Shrill-Meat-Mädchenkram. Tut mir leid. Wenn wir reinkommen, kann ich ihn auf Post-Archenfallstand bringen. Dann funktioniert der Sender als Relaispunkt für das Signal. Wenn ich Soldaten übrig hätte, würde ich euch nicht schicken. Kontaktiert mich, wenn ihr Resultate habt. Moment. Du willst wirklich, dass wir das allein machen? Unglaublich. Triff mich beim alten KTM-Radiosender. Das ist ein Wort. Okay, alle anderen Quests, die hier gerade noch waren, sind jetzt ausgeblendet. Aber hier kriege ich ein schönes Gewehr für, so wie es scheint. Dementsprechend macht mir das gar nichts. No. Ich hab noch gedacht und stylisch durch die Tür hier durch, aber dann direkt gegen den Vollpfosten. So, ich glaube, jetzt bin ich auf Kurs, weil ich die Steinchen hinter mir gelassen habe. Mein Gott.
Platz, macht Platz. Ich habe noch keine Zeit. So, da bin ich schon. Erstmal die Munitionskiste zum Laufen. Ah, da ist er wieder. Ja, dann rocken wir mal, ne? Jetzt geht's los, exakt. Oh, wer geht denn hier los? Automatik. Ich gebe dir Deckung. Diese Gefechtstürme werden uns weiter unter Beschuss nehmen, bis wir den Generator ausschalten. Dann machen wir das doch. Generator deaktiviert. Ja, die Gefechtstürme haben mit den Feuern aufgehört. Okay, Zeit zu gehen. Dann legen wir mal los. Los geht's. Das war's schon. Ach, da rein muss ich. Angriff! Ja, die sind überall! Kommt noch ein Stück. Ja, wo denn? So. Wo kommt die denn jetzt her? Die ganze Zeit nichts gemacht. Zumindest nichts, was ich gesehen hätte. Die Tür ist offen. Gehen wir. Übernehmen wir das Brex-Ding. Okay, das ist ein altes System, aber ich sollte in der Lage sein, es aufzurüsten und zu aktivieren. Warte und sorge dafür, dass ich keine Kugel in den Rücken bekomme. No. Hier kommen die Bösen. Bewegung! Yeah.
neutralisiert. Neutralisiert hört sich gut an. Ziemlich neutralisiert hier, ne? Da möchte noch einer neutralisiert werden. So, jetzt seid ihr ja neutralisiert. Was macht ihr hier? Muss ich ja noch was machen? Auf zum nächsten. Wo ist denn der nächste? Da ist noch ein nächster. War doch schon ziemlich weitläufig. Hätte ich ja fast mein Quad rausholen können. Das ist ein großer Kerl, sagt sie, als ob ich das nicht selber gemerkt hätte. Ich stecke mächtig in der Stacko. Cass ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen. Oh. Ich glaube, hier geht ein bisschen was ab. Echt mächtig in der Starko. Du hast mir das Leben gerettet. So einfach geht das. Einer kommt noch. Fertig. Los, Baby, lass mich nicht hängen. Kommen noch mehr, aber. Geschafft! New Freedom müsste mit eingebunden sein. Sichere das Gebiet. Wir dürfen keine Mitpferde am Leben lassen. Das ist unser Planet! Bam. Mit einem Live-Bericht aus dem Sender KTAM, wo zwei Aschenjäger den Job der E-Rap-Soldaten erfolgreich erledigt haben. Hört ihr mich? Wir haben verstanden. Laut und... Ja! Na also, Grant. Wir haben Männer im Umkreis, die anrücken und die Position. Was zum Jeck? Jetzt schicken Sie Hilfe? Wir haben schon alles erledigt. Danke. Wir wissen das zu schätzen.
Ja. Das Gebiet ist gesichert. Schlechte Nachrichten. Diese Gatschika-Funkantennen sind offline. Ich weiß, das nervt, aber du musst sie neu booten. Wo sind denn diese Gatschika-Funkantennen? Aha, das scheint dir dann zu sein. Hauptmission, Nebenmission. Okay. Abmarsch. Ich brauche mein Quad. Und da bietet sich noch eine Pause an. Bis gleich zum nächsten Teil im Taskforce TV.